Willkommen, Freunde, zu Minecraft Sky Family. Eine neue Folge beginnt und diesmal, wer hätte es gedacht, wieder nicht alleine. Es ist nämlich wieder jemand dabei. It's wer wohl? Me, Mario. Ah, nee. Diese Überleitung, spitzenmäßig, es ist der Throwplay. Hallöchen, Puppöchen, krank! Gut, wow. Zack, wann wollen wir auf den Server, Kev? Ich hab ja, was mit Tropensetzlingen zu tun. Genau. Ich will was mit Tropensetzlingen machen. Oh, jetzt hat er wieder den Witz rausgehauen. Deswegen in 3, 2, 1, go! Jetzt geht's drauf. Okay, jetzt ist gerade mein Timer ausgegangen. Go. So. Okay, du hast eingestellt. Gut. Ja, ja. So, sind nochmal so. Setzlinge runter. Oh, da, oh, das regnet gerade Setzlinge. Wie viel sind es gewesen? Also ich habe jetzt 4. Ja, stark. Du hast, wenn ich das in deiner Folge richtig gesehen hatte, in deiner speziellen da, hast du die Baumfarm ein bisschen umgebaut? Ja, ein bisschen weiter auseinander gemacht. Genau. Willst du da von den, du baust es wahrscheinlich um nochmal mit den Saplings, ne? Von dem Verhältnis her, wie du was anpflanzt, oder? Ja, ja, das ist jetzt erstmal, da kann da so selber so ein bisschen für sich, ist er weg, der Skeleton? Das ist eine gute Frage, eigentlich müsste... Nein, es ist was viel Schlimmeres drin. Creeper. Ich muss definitiv da drin eine Fackeln platzieren. Wo? In meinem Haus. Wo genau? Der Turm, ne? Ja, ja. Er ist weg. Der Creeper ist despawned. Nee, ist er nicht? Wo ist er denn? Geht nicht runter! Ich habe ihn aber echt nicht gesehen. Ich bin doch hier gerade hoch. Geh nicht runter. Oh, hi. Doch, ich gehe runter, ich jag ihn nach oben. Cool, der hat dich fixiert. Ha, ich hab ihn! Nice, gute Teamarbeit. What a team. So, Fackeln platzieren hier. Brauchst du welche? Achso. Ich hab nur noch 2 Stück gehabt. Achso, gut. Egal, jedenfalls. Ja, oh, nochmal Saplings. Oh, das ist gut. Hier selber auf der Ebene, auf den Ebenen kann ja nichts spawnen. Das ist ja wirklich nur am Rand gespawnt. Das ist es ja, ne? Ja. So. Gut, dann mache ich jetzt auch hier weiter. Die Frage ist jetzt, wer macht jetzt eigentlich die Mobfarm weiter? Ich nicht. Wie gesagt, Leute, ich bin oft genug gestorben. Daher, nö. Und es hat sich ja die, wenn man jemand über geärgert. Die Sache ist ja die, wenn man jetzt zu dicht da rangeht, dann kommen sie ja sofort rausgeschwommen. Da muss man wahnsinnig schnell sein. Autsch. Wichtig. Okay, das Skelett hat mich überzeugt. Ich sollte es nicht machen. Hast gewonnen, liebes Skelett. Hast gewonnen. So, mein Turm wollte ich hier auch noch weiterbauen, ne? Mein Aussichtsturm. Mein PvP-Aussichtsturm. Oh, Mann. Aber nachdem ich gesehen habe, wie hoch so ein Tropensetzling ist... Oh, zurzeit sind da echt nicht viele Mobs, ne? Ach, jetzt kommen sie gerade. Ich sehe sie gerade, wie sie runtergespielt werden. Soll ich sagen, also, wenn da wirklich jemand sich darum kümmern möchte... Irgendeiner wird es tun. Das muss man genau in einem Moment machen. Und zwar, wenn Nacht ist, schlafen gehen, direkt mit Vollspeed hinrennen, Boden aufmachen. Problem gelöst. Mauer ausbauen. Und das Wasser diesmal, ich würde sagen, 3 Blöcke überhalb, oben drüber platzieren, sodass es so runterschwimmt, quasi, das Wasser. Also das, was Danger gemacht hat, war eigentlich schon gar keine schlechte Idee, muss man dazu sagen. Nur in der Umsetzung gab es halt so ein paar klitzekleine Probleme. Und das war halt so das Hauptproblem an der ganzen Sache. Also ich habe da ja auch eine Idee für die Mobfarm, aber ich muss ehrlich sagen, ich werde da nichts umbauen, da das ja den Daxor sein Projekt ist. Daher werde ich da wahrscheinlich eine eigene für mich dann bauen. Die wird dann aber schaltungstechnisch laufen. Deswegen war auch das Redstone mit untergedacht. So, jetzt ich muss jetzt hier nochmal so einen Tropensetzlingbaum hinpacken. Ich habe noch nicht den Platz dafür. Ja, mach. Ich meine, das sieht ja auch ganz gut aus in der Basis, ne? Ups. Das war der Fall. Diese großen Bäume sind cool.
So. Ich brauche nämlich Cobblestone. Ach! Ich habe gerade Schaden durch eine Tür bekommen. Ist auch toll, ne? Geil. Hat was. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber... Hat ein bisschen was vom Fußpilz. Okay. Okay, gut. Aber egal. Wir haben Daxor als Haus. Kobbel, ne? Ja. Ist doch ganz praktisch. Finde ich eigentlich... Die viele Stacks. Die brauche ich auch. Komisch, ich bekomme irgendwie nichts. Springt wahrscheinlich alles so auf deine Seite raus, du, ne? Nee, es ist viel jetzt auch wieder draußen. Du brauchst wahrscheinlich sehr viel Kabel, oder? Ja, aber ich habe jetzt gerade nur 14 Stück, obwohl ich schon mehr abgebaut habe. Ja, aber egal. Hier, nee, komm. Einfach. Nein, wie kriegt ein Stack? Wie ein Stack? Wie viel hast du denn gefarmt? Ich habe jetzt fast 2 Stacks. Du brauchst sehr, sehr viel. Ja, ja, aber wie hast du denn die so schnell gefarmt? Da hast du doch meine bekommen, kann das sein? Eigentlich nicht, aber... Naja, selbst wenn, ist ja nicht schlimm, aber... Nee, wir sind totale Feinde. Ja, total. Also wir können es auf den Tod nicht ab. Ja, genau. Deswegen nehmen wir auch zusammen auf, weil wir uns so hassen. Ja. Ist hier noch irgendwo ein Kabel raus? Nee. Genauso wie du Pokémon hast, ne? Genau, ja. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse Pokémon wie die Pest. Also, das geht gar nicht. Also, boah, wenn ich schon das Wort in den Mund nehme, kriege ich schon... Plack. Ach, stark. Geht das? Tatsache, das geht. Haha, haha. Gut. So, jetzt brauche ich Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Nicht lange Fackeln. Oh, Pox. Eigentlich könnte ich jetzt Pox seine Steine nehmen. Er braucht es ja eh nicht, weil er ja eh tot ist. Hat ja schön Cleanstone gemacht, ne? Ja. Cleanstone ist auch recht schön. Ich finde die Bruchsteine, die finde ich designtechnisch nicht so cool. Na komm raus. Oh, 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 oh. Ich brauche aber Steine. Ich brauche... Halt, stopp, da ist ein Creeper drin. Mache ich das denn jetzt? Das ist falsch, was ich hier mache. Wieso laufe ich jetzt zu meinem Haus? Das ist eigentlich total, total falsch. Boah, und der Weg ist auch so gefährlich. So ein bisschen. Zum Haus, dieser ein Teilweg da. Da wird auch noch umgebaut. Von was bist du denn jetzt angegriffen worden? Ich? Von einem Skelett. Wow, das ist ein Creeper. Was ist denn das da drin überhaupt? Eigentlich eine Mobfarm. Wer hat das gebaut? Pox damals. Ja. Ich finde die immer noch total schwachsinnig. Aber egal, ja. Jedenfalls etwas, wo ich ein bisschen was an Knochen bekomme. 4 Stück, siehst du? Hat sich doch gelohnt. Immerhin. Meine Chance! Meine Chance! Was denn? Nee, sorry. Ich geh doch nicht hin. Wolltest du gerade die Mob farmen oder was? Ja. Und... Boah! Boah. Alles jetzt knapp. Kev, dann würdest du meinen vollsten Respekt verdienen. Also dann würde ich sagen, ey Bruder, du bist der Geilste. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, Alter, du hast doch eine Klatsche. Oh, ich hätte wirklich hinrennen können. Das war jetzt echt dämlich. Ich hätte die Mobfarm aufmachen können, unten. Weil es spawnt immer noch nichts da drin und bis dahin hätte ich die 4 Blöcke locker weggehabt. Und jetzt kommen sie raus, die kleinen Säcke. Es wird schon wieder Nacht, ey. Ja. Mach jetzt hier erstmal schnell die ganzen Fackeln hin, damit nicht gleich wieder auf meinem Haus was spawnt. Du bist der Fackelmann. Kein Scheiß, Mann. Ja, jeder weiß, Mann. Ich bin der Fackelmann. Du fackelst dann nicht lang rum. Nee. Oh, viel zu wenig Eichensetzlinge. Viel zu wenig. Auch Eichenholz. Achso, du meinst, die gepflanzt sind. Ja, ja. Verdammt, wie meine ich das jetzt ein bisschen da? Ach, dann wird halt noch ein Fichte weggemacht. Ich hab jetzt langsam genug Fichte.
Der Pox braucht die Fichte, der hat die ganzen Fichten gepflanzt, weil er das Holz braucht. Ich habe immer noch genug, ich habe jetzt bloß zwei ersetzt, weil ich auch Eichenholz brauche. So. So. Ich brauche ja Birke, das ist ja viel schlimmer. Echt? Ja. Also Birke brauche ich für das Holz hier, was ich hier verwende. Oh, ich muss jetzt tatsächlich hochgehen. Aber ich mach's anders. So. So, ich habe jetzt fast einen Stack Fichtenholz. Nein, das war saudumm. Egal. Aus Dummheit lernt man. Okay, gut. Das ist richtig krass, wie in der Mob-Farm einfach nichts spawnt. Also, der das macht, der muss richtig krass schnell sein. Einfach bloß schnell sein. Das reicht schon aus. Ja, ja. Hinrennen, fertig. So, oh, wunderbar. Habe ich hier schon mal ein bisschen wieder was geschafft. Wir haben noch ein bisschen. Jetzt muss ich noch was anderes machen. Und zwar eine Kiste noch in mein Haus stellen. Mach jetzt am besten zwar gleich. Kann bei mir nichts spawnen, aber ich gehe jetzt doch auf Nummer sicher, was das Ganze angeht. Und ja, ich werde hier, glaube ich, diese Stufen doch nochmal ersetzen bei mir. Dann ach, stimmt, auf den Zwischen... Treppenstufen. Stimmt, das war der Fehler. Ich habe ja nicht nur immer Half-Steps, ich habe ja auch volle Steps. Also, ne? Ich habe ja auch diese... Du weißt, was ich meine. Ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe ja nicht nur auf halber Höhe, sondern auch auf ganzer Höhe. Und da kann natürlich dann auch was spawnen, wenn da nicht genug Licht ist, ne? Ja. Logischerweise. Gerade bleiben. So. Ach du Scheiße, bin ich blöd. Fuck. Ich erspare mir jetzt mal jeden Kommentar. So. So. Haben wir denn überhaupt noch Birkenholz? Ihr werdet euch fragen, warum ich jetzt diesen Text auf das Schild von der Kiste schreibe. Ihr werdet es am Samstag sehen. Beziehungsweise die Folge kommt Montag dafür. Ihr werdet es Montag sehen. Oder sollte ich am Freitag sterben, dann Mittwoch. Ach ja. 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 Ach cool. Wahrscheinlich denken sich jetzt so jetzt die Leute, was macht der Kev da für einen Müll? Ja. Ja, Kev, der macht Müll. Aber es hat schon seine Gründe. Wie gesagt, Montag. Oder halt Mittwoch. Hat Mac jetzt die Mob-Farm offen gelassen oder hatte ich die Tür wieder zugemacht? Wir hatten die Tür zu, gut. Puh. Sonst heißt es echt ganz schnell Tag der offenen Tür und das wollen wir. Ja. Wortwörtlich, Tag der offenen Tür. So, mal gucken, ob wir den Baum noch mal ein bisschen kitzeln können. Oh. Ach, cool. Kev? Er ist wieder groß. Ja. Ach, das ist groß. Achso. Meiner. So. Achso, cool, ja. Ich dachte schon, du bringst Besuch mit. Dachte ich jetzt schon, aber. Nee. Ich bin froh, dass du keinen Besuch mitgebracht hast. Ach, da sind hier wieder Setzlinge, die hier runtergefallen sind. Warum ist auf dem Pox seinem Haus ein Zombie? Weil das Zombie. Der Zombie. Wie auch immer, der ist auf seinem neuen Eingang gespawnt. Der ist zwar nicht auf einer halben Höhe, aber da hat er halt Blöcke draufgesetzt und die Blöcke sind natürlich ganz. Das ist das gleiche Problem, was ich bei mir hatte, weswegen ich ja jetzt da oben überall Licht platziert habe. Die ja. Können auch hier rein theoretisch auf zwischen so einem Baum spawnen. Zum Beispiel bei einer Akazie. Ja. Gut. So. Dann aber hey, guck mal, der nächste Baum. Ah, der ist kleiner, ne? Guck mal. Der ist kleiner, weil... Ja, warum eigentlich? Weil random halt. Weil random.
Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich gehe vom Server. Ich auch. Hat wieder Spaß gemacht mit dem Kev und ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.